Ja, dass Sie also jetzt vielleicht ein wenig irritieren oder irritiert sein für den nächsten Chor. Und zwar, der nächste Chor ist der Kirchenchor Edlesee Gartenstadt. Und Sie werden sich vielleicht fragen, wieso tritt der in Edlesee auf? Der hat ja gar keinen englischen Namen. Aber wir sind ein Kirchenchor und wir wollen singen alles, was für den Gottesdienst gut ist, aber Gottesdienst ist ja auch überall, also singen wir nicht nur im Gottesdienst, sondern manchmal auch woanders. Gegründet wurde dieser Chor vom Pater Matthias Weiß 1984 und wir haben schon sehr viele Messen gesungen, lateinische Messen, Mozart, Haydn. Wir haben aber auch schon ein Musicals aufgeführt, also wir sind ein sehr vielseitiger Chor, probiert zumindest, und heute möchten wir auch ein sehr vielseitiges Programm Ihnen vorführen. Zuerst einen A Cappella Chor, dann mit zarter Klavierbegleitung, dann einen Gospel und am Schluss ein Stück, das nennt sich Auferstehung. Das ist heuer entstanden, weil wir so fad waren und da habe ich mir gedacht, vor Ostern möchte ich eigentlich einmal etwas schreiben, was dieses Ostererlebnis besonders in den musikalischen Rahmen stellt, und zwar diese Überraschung, dass Jesus auferstanden ist. Ich meine, stellen Sie sich vor, Sie treffen irgendwen, der vor 3 Tagen gestorben ist auf der Straße und erlebt, würden Sie auch zuerst einmal ganz, die Freude ist dann umso größer. Dürfte ich dann um das Licht bitten, dass ein bisschen mehr Licht da drüber kommt, damit unsere Musiker dann auch etwas sehen. Danke.
Thank you.
Ja, es geht jetzt weiter mit einem gemeinsamen Lied aller Chöre. Und zwar entführen wir Sie jetzt nach Kamerun und versuchen Sie bitte in Gedanken eine kamerunische Prozession, eine religiöse Prozession mitzugehen. Und bei dieser Prozession wird natürlich ganz besonders innig Gott gepriesen. Das Lied heißt auch Praise, Praise, Praise the Lord. Es könnte jetzt auch passieren, dass Ihre Stimme gefragt ist. Es könnte nämlich sein, dass sich der Herbert plötzlich zu Ihnen umdreht und Sie einlädt, mitzusingen. Sie hören es sicher noch einige Male vorher, also Sie brauchen nicht gleich am Anfang mitsingen, aber das ist eben wie bei einer Prozession, da kann so einiges passieren. Gut, es kommen langsam alle Chöre wieder auf die in den Altarraum, müde kann man eigentlich nicht sagen. Versuchen Sie sich in dieses mantraartige Lied, das immer wieder die gleichen Phrasen, aber die rufen dann eine ganz besondere Stimmung hervor, dieses gleichförmige, immer wieder preisen, das hat einen ganz besonderen Reiz, außerdem können Sie es relativ schnell lernen und dann auch mitsingen. Sehr schön, wenn wir jetzt die ganze Kirche zum Singen bringen würden. Vielleicht habe ich auch, es wird jetzt nach diesem Lied dann ein bisschen ein Genrewechsel sein. Und zwar jetzt haben Sie alle Chöre gehört, die unplugged singen. Nachher kommen die elektrisierten Chöre, die jetzt ein bisschen nicht nur sich selbst verstärken, sondern auch Sie elektrisieren werden. Also wir machen jetzt noch eine Vorbereitung, damit Sie richtig in Stimmung kommen. Praise, praise, praise,
Ja, das war ja für den Anfang schon ganz gut. Vielleicht, wenn Sie mich am Anfang gesagt haben, doch, wir haben Virus ein wenig bekämpfen und in Oberwitzingen spielen wir 5 Chöre, das ist halt 4, weil der jetzige Chor ist ein fixes Ensemble, da ist es nicht so leicht reinzukommen, aber die 4 anderen Chöre stehen Ihnen ganz offen und frei, dass Sie dort mitmachen und Ihrer Begeisterung Ausdruck verleihen. Als nächstes kommen 4 junge und jung gebliebene Stimmen und 88 Tasten mit einem Jongleur drauf. Und es besteht jetzt in der nächsten Viertelstunde die absolute akute Gefahr, dass Sie auch in Begeisterung ausbrechen. Also halten Sie sich nicht zurück. Es schaut ganz gut aus. Four Voices ist ein Ensemble. Ich weiß nicht, ob Sie selber was sagen wollen über sich. Ich weiß nicht so viel, ich weiß nicht, ich kenne sie alle. Und sie singen oft und schön. Also, sie haben heute ein Gospelprogramm zusammengestellt mit 3 Nummern. Ich muss geschwind schauen auf dem Programm, vielleicht sagt der Hansi, der kann es.